Können Sie mir noch mal einmal beschreiben, was diesen privaten Betrieb jetzt im Wesentlichen unterschied von den anderen Betrieben, von den volkseigenen Betrieben, in den Abläufen zum Beispiel, aber auch in der Wirtschaftlichkeit? Wo gab es da die großen Unterschiede? Was haben Sie anders gemacht? Ja, wir hatten erst einmal diese Riesenbürokratie nicht. Bei uns waren kurze Wege und waren sehr flexibel. Diese Betriebe waren eigentlich das Fett im Getriebe der Wirtschaft der DDR. Wir konnten schnell reagieren, haben hauptsächlich auch vom Produktionssortiment, wir waren hauptsächlich Zulieferer, Ersatzteilproduzenten und so weiter. Und wir waren diejenigen, die eigentlich den Laden am Laufen gehalten haben. Und als das nachher 1972 zu Ende war und die früheren halbstaatlichen Privatbetriebe dann integriert wurden in die volkseigene Industrie, ja, die wurden schnell vereinnahmt. Die Arbeitskräfte haben nie gelangt und die volkseigenen Betriebe haben immer Probleme mit dem Personal gehabt. Also die waren schnell verkrümelt, die Leute, die in diesen Betrieben vorher gewesen sind, und dann war es weg. Und die schnellen Ersatzteillieferanten waren dann auch weg. Also 1971 begann ja dann diese letzte ganz große Welle der Verstaatlichung, auch gerade der Industrie. Können Sie uns jetzt erzählen, was 1972 ganz konkret mit Ihrem Unternehmen passiert ist? Wie ist das vonstatten gegangen? Naja, also solche Kampagnen, die wurden ja generalstabsmäßig von der Partei inszeniert. Das ging also los, dass auf einem Parteitag der LDPD so ein Komplementär aufgestanden ist und hat es mit seiner Moral nicht mehr vereinbaren können, dass er so viel Geld verdient. Und daher der Meinung war, es war höchste Zeit, dass sein Betrieb nun verstaatlicht wird. So, und dann kurz darauf kam die CDU auch mit dem Parteitag. Da waren auch wieder ein, zwei, drei Leute dabei, die das auch so empfanden. Ja, und dann musste der Partei, also die SED musste diesen Wünschen natürlich nachkommen. Und dann ging die Hatzjagd los. Das ging alles so halb unter der Decke. Es gibt einen Parteitagsbeschluss oder einen ZK-Beschluss, wonach alles verstaatlicht werden soll und so weiter. Und das Ganze wurde aber unter dem Deckmantel des Verkaufs abgewickelt. Also wir mussten einen Blankoscheck unterschreiben, dass wir bereit sind, unseren Betrieb oder unsere Anteile am Betrieb, wir waren ja speziell eine OHG, waren vier Anteilseigner, meine Brüder und meine Mutter. Und wir mussten die Bereitschaft erklären, unseren Betrieb zu verkaufen. Und das ist vielleicht auch die Ursache gewesen, weshalb sich die Bundesrepublik damals um diese Aktion überhaupt nicht geschert hat. Wir haben immer gedacht, die müssen das doch mal im Fernsehen bringen oder irgendwie. Nichts. War nichts.